Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal den Retail Company Simulator. Eine Demo-Version kann man sagen. Wir lassen Tutorial an, ja. Willkommen, es gibt ein kleines Tutorial, um dir die Grundlagen des Spiels zu bringen. Danach bist du bereit, deinen Scheinenladen zu einem riesigen Einzelhandelsfirma anwachsen zu lassen. Kann schon wieder nicht lesen. Gib deinem Geschäft einen Namen. Du kannst jederzeit auf das Ladenschild klicken, um den Namen zu ändern. Aha, okay, hier. Wir nennen es natürlich... machen wir erstmal alles weg hier. STGM für Stando Gaming. Logischerweise weiß man, was das ist. Und wir sind der King. Ja, wir sind der King. Okay, genehmigen. So. Interagiere mit dem Computer. Klicke. Ach so, hier gibt es... Wir haben ja gar keine Tür. Ist klar. Aha, okay. So. Wir sollen auf Verträge gehen. Unterzeichne den Vertrag. Ach geil, man kann ja sogar wirklich richtige Verträge machen mit denen. Okay, unterzeichnen. So. Perfekt. Ich habe einen Vertrag mit denen. So, jetzt sollen wir... Wenn das hier unten so. Gehe zum Marktbereich und füge deine Einkaufsprodukte hinzu. Zum Einkaufswagen hinzufügen. Wie viele denn? Nur eine? Okay, komm, zack. Kiste aufheben, ja. Junge, ich krieg hier die ganze Zeit Erfolge. Okay, drücke Q, um zu verlassen. Okay, Q verlassen. Aha. Hier ist meine Ware, ja. Packe die Kiste aus und platziere die Produkte auf einem Auspacken. Wie packt man die denn aus? Aha. So, zack, 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 zack. Okay. Wirf die leere Kiste in den Müll. Du findest die Mülltonne außerhalb des Ladens in der Nähe der Lagerhaustür. Hier oder was? Nee. Ach so, Lager. Ich dusel. Hier ist das Lager. Lege einen Preis für das Produkt fest. Klicke auf das Etikett. Etikett? Hier ist... Nee. Was ist das denn hier? Lagerhaus. Aha. Okay, hier kann man den Preis festlegen. Kosten 2,78. Unverbindliche Preisempfehlung. 13,90. Okay, dann würden wir 11 Dollar plus machen. Genehmigen. Ja, genehmigen ist richtig so. Kaufe eine Ankleidekabine. Platziere eine okay. Machen wir Marktausrüstung zum Einkaufswagen hinzufügen. Jo. Jo, die kostet 500. Ist gekauft. Wir haben doch das Geld. Ah, man kam auch mit Escape hier raus. Okay, wo packen wir die hin? Wir sagen hier hinten, oder? Oder kann man... Nee, ich würde sagen hier. So relativ nah auch am Rand. Und ich bin auch ein bisschen so aus dem Drehen raus, weil ich habe für 4 Tage vorproduziert. Und ich habe so leichte Schwierigkeiten hier auch alles zu spielen. Also nicht wundern, falls hier mal irgendwie alles schief läuft. Falls das im Schnitt schief läuft. Ja. So, jetzt müssen wir das hier öffnen. Perfekt. Interagiere mit der Kasse und warte auf den ersten Kunden. Ja. Scanne die Produkte, indem du sie anklickst. Nimm das Geld von den Kunden entgegen. Gib den Kunden das Wechselgeld und schließe den Kauf ab. Okay. Jetzt warten wir erstmal. Ach nee, hier gibt's Kartenzahlung. Oh moin. Moin, moin. Der sieht aus wie 40, Alter. Hat auf jeden Fall auch schon graue Haare. Aber irgendwann wird man... Halt, ne? Da kommt eine Frau, glaube ich, reingelaufen. Warum glitzert da draußen alles? Junge. Moin. Okay, so. Ja, danke, gib mir das. Wechselgeld 86. 50, 20, 70, warte mal. 80 und dann jetzt noch... So, und noch 10. Da, so. Okay. Ja. Scanne das die Produkte, indem du sie anklickst, nimm die Karte des Kunden. Ah, jetzt muss ich Kartenzahlung machen. Gib mir deine Karte. So. Gesamt 13,90.
Also mit Karte ist ja viel besser. So, jetzt sollen wir 8 Einkäufe entgegennehmen, ja. Warum wollen hier jeder mit Karte zahlen? Ups. 13,90. So, genehmigen. Puh. Interessant auch, dass es genehmigen heißt. Bruder, kann hier auch einer am Bart sein? Junge, die wollen hier alle nur mit Karte zahlen, okay. Jo, unser Laden wird hier einfach schon direkt leer gekauft. Unser Laden ist einfach berühmt. Sage ich es, wie es ist. 13,90. So. Okay. Jetzt habe ich 5 Käufe abgeschlossen. Und ich muss auf jeden Fall neue T-Shirts kaufen. Ich kaufe jetzt auch mal beide ein. Ein Kunde konnte im Laden nichts finden. Ja, ich kaufe doch gerade. So. Du beschwerst dich, dann kannst du jetzt auch warten. So. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. 14,90. So. Was? Ein Kunde konnte im Laden nichts finden. Ja, schön. So, gib mir mal dein T-Shirt her. 13,90. So. Okay, läuft doch wie am Spieß hier. Wir sollen noch 2 Käufe abschließen. Dann haben wir die Aufgabe auch geschafft. Oh, die hat sogar jetzt 2 gekauft. Ah, du bezahlst natürlich bar jetzt. Wechselgeld hat sie 0, also tschüss. Okay. Die ziehen sich da echt alle um, ne? Jeder einzelne Mensch geht da in diese Umkleider rein. Und ich komme hier die ganze Zeit an den Maus, um die Sachen anzuprobieren. Du bezahlst mit Karte, alles klar. So, unterzeichne einen Vertrag mit einer Marke. Das machen wir, sobald wir hier das Geld gekriegt haben. Dein Laden ist in Level aufgestiegen, okay. Mir fällt gerade ein, Verträge. So, was soll ich jetzt unterschreiben eigentlich? Ach, unterzeichne Verträge. Hab ich doch. Ach so, das ist Neues. Ah, ich dussel. Okay, jetzt haben wir Neues unterzeichnet. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr. Neu und neu steht da jetzt. Wir kaufen natürlich... Nee, den nicht. Ah, nein, den nicht. Gehen wir bitte raus. So. Brauchen hier den Pink, Blau und Rot. So. Kaufen. Problem ist, wir brauchen auch 2 neue... Nee, nicht Arbeiter. Markt. Ausrüstung, genau. Hier so Kleiderständer. Welchen nehmen wir denn da? Hier den hier, oder? 1, 2. Kaufen. So. Jetzt aber hier erstmal an die Kasse. Wechselgeld brauchst du nicht. Okay. Du zahlst natürlich wieder mit Karte, ne? 28,80. So. Bam. Warum ist mein Laden jetzt so voll? Ah, 36. Oh, das war einer zu viel. 30, so, 5. Ach so, 10. Sorry. So, du musst jetzt leider warten, Kollege. Packen wir den auch hier hin, würde ich sagen. Direkt daneben, ne? So. So. Die Sachen kommen doch jetzt. Jetzt habt auch mal Geduld. Ich habe hier nicht 4 Arme. So. Wie ist die da gerade bitte schön reingelaufen? So.
Warte mal, haben die das jetzt direkt gekauft? Da hat irgendeiner das 1 für 2. Ey. 12,90. So. Zack. Und dann das hier noch. Warte. 22,90. So. Okay. So, euch kassiere ich jetzt hier alle noch ab. 35 Wechselgeld. Ich bin hier echt schlecht im Zählen. Hä, warum sind sie... Ach so. Oh, ich dussel. Ach Leute, es regnet gerade. Ah, ich kann gerade nicht. 10. So. Ich muss mal kurz das Fenster jetzt. Ja. Hese. Jetzt bin ich wieder da. Kannst du bitte mit... Ach, warum... Jetzt, wo ich das brauche, bezahlt ihr natürlich alle nicht mit Karte. So. Bitte du. Danke. Du hast wenigstens mal was Gutes gemacht. 48. So. Tschüss. Oder bitte lauf nicht. Bitte lauf nicht so. Oh. Hä? Kontostand minus 2004? Plus 85 XP. Okay. Nächster Tag. Ah ne, ich habe noch 295. Ja, wir können direkt hier öffnen. Beziehungsweise ich lasse geschlossen, Leute. Ich würde sagen, das war es erstmal mit der ersten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein und euer Sandro. Ciao, ciao.